sit with midnight on the sea. Banffy near my daughter to be. Ferry Titanic, ferry boat. When Titanic. Guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Hier aus Bakersfield. Wer auf das einschaltet, erkennt natürlich hier diese Einstellung. Und den Blick einerseits auf meine kleine Garage, andererseits halt hier runter auf die Bank, Hotel. Und ich sitze hier bei Annes. Habe erstmal ein bisschen Frühstück gegessen. Es ist jetzt so, naja, seit wir uns das letzte Mal gesehen hatten. Ja. 2 Wochen her. 2 Wochen. Ja, so 2 Wochen ungefähr. Sonntag. Und ich hatte eine anstrengende Zeit, ich hatte eine gute Zeit. Das ist alles halbwegs so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, wie es das natürlich ist. Gibt es aber trotzdem auch mal Überraschungen. Und insofern, was haben wir gemacht? Es hat geklappt, dass ich meinen LKW, den ganzen Zug an den Günni für einen vernünftigen Preis vermieten konnte. Wir haben uns so in der Mitte getroffen. Also ich nehme da jetzt $6,000 im Monat für den Komplettzug. Muss ja auch ein bisschen meine Verluste halt auch kompensieren damit. Das hat auch eingesehen, hat aber halt so die Vorteile gesehen, hat einen voll ausgerüsteten Zug und keine Leasinggesellschaft dahinter und so weiter. Hat mir auch das Geld vorab schon überwiesen. Das heißt, also ich habe $18,000 bekommen. Und dann habe ich noch das Geld vom Jeff bekommen. Das waren auch nochmal 10. Da waren wir also bei 28. Und ja, dann sind halt von dem ganzen Geld, was ich dann noch erwirtschaftet hatte davor mit dem LKW, ja, ist einerseits Lebenshaltungskosten, was ich halt bezahlen muss jeden Tag. Auf der anderen Seite ist noch so Kleinkrempel draufgegangen. Aber sagen wir mal, von diesen 32 sind jetzt, nachdem wir halt jetzt wirklich viel am Classic gearbeitet haben, sind jetzt halt noch leider nur $8,500 übergeblieben. Und ja, wie soll ich euch das sagen? Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da so eher noch 15 bis 16 zurückbehalte für den Trailer, der ja noch ansteht. Weil ich brauche ja noch einen passenden Trailer zu meinem Classic. Ihr wisst ja, der alte Trailer ist kaputt. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Der ist auch verkauft für die 4000. Die hatte mir auch der Nate, beziehungsweise 5 waren es, glaube ich. Der hatte mir Nate ja auch relativ zügig überwiesen. Abzüglich einer kleinen Vermittlungsprovision. Ja, und mein Problem ist jetzt so ein bisschen, dass ich für $8,500 keinen vernünftigen Kühler kriege. Also mir fehlen also schlichtweg $10,000 bis $12,000. Das ist momentan mein Problem. Da habe ich aber auch schon mit einem Reto von der Bank gesprochen. Das ist kein Problem, das würden sie mir geben, weil es gibt ja mehr als genügend Sicherheiten mittlerweile. Und das würde ich kriegen, aber ich habe es jetzt erstmal noch nicht aufgenommen. Das mache ich dann erst in dem Moment. Das Geld steht quasi zur Verfügung, aber es wird dann erst angerechnet, auch besonders was die Zinsen angeht, in dem Moment, wo ich es halt brauche und den Trailer bezahle. Ja, das ist wie so ein Dispo, den sie mir jetzt erstmal kostenlos einräumen, bis zu dem Tag, wo ich das Geld dann ausgebe. Und allerdings will ich gucken, dass ich den so klein wie möglich halte. Ja, und in dem Moment, wo ich es ausgebe, wird das halt in den Kredit gewandelt. Problem ist jetzt, ich hätte am liebsten einen 45, 48 Fuß Trailer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es 45er gibt, aber ich hätte gerne so einen 48 Fuß Trailer wieder, weil es lässt sich einfach viel einfacher handeln, finde ich, als diese langen 53 Fuß Trailer, weil ich ja doch immer mal in kleinere Ladestellen reinfahren muss. Da ist aber irgendwie hier in Kalifornien, weil die eigentlich meistens 53 Fuß fahren, ist der Markt wie leergeräumt. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen auf der Suche nach 48 Fuß, 53 Fuß, aber nach einem vernünftigen Preis. Und das ist ganz schwierig. Ich habe mir jetzt verschiedene angeschaut. Auf der einen Seite arbeiten wir halt am Classic Field, der steht aber oben in Fresno in der Werkstatt, da wo ich das ganze Gerät habe, der ist nicht hier. Und auf der anderen Seite muss ich dann immer noch mal nach Trailer schauen. Ich habe dann hier, ja, die Anna hat mir liebenswerterweise ihr kleines Auto zur Verfügung gestellt. Da kann ich dann ein bisschen mitfahren.
Und bin jetzt hier wieder nach Bakersfield, habe mir vorhin eben einen Trailer angeschaut, weil ich eigentlich jetzt hauptsächlich in den Fresno übernachte, weil es ja doch immer auch immer so eine Stunde, 2 Stunden Fahrt, je nachdem wie der Verkehr ist. Und jeden Tag dann, das macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Und ja, aber bin heute mal hergekommen, war dann auch früh da, habe hier bei der Anna entsprechend Frühstück gegessen, habe mir dann vorher noch einen Trailer angeschaut. Kannst du vergessen, kannst du vergessen. Da kommst du hinten schon rein, das riecht wie in einem uralten Schlachtergebäude. Das heißt also, hinsichtlich Desinfektion war da nie irgendwie was gemacht worden. Und ja, und dann hing teilweise hing ja schon die Isolation raus und ach, also ganz furchtbar, ganz furchtbar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich sagte dann nur zu ihm, ja, ist okay, ich überlege es mir. Und am Ende werde ich nachher eine SMS schicken, dass ich ihn nicht nehme, aber der Markt ist irgendwie erschöpft. Ja, und dann hatte ich mit Roger nochmal gesprochen, das will ich jetzt gleich nochmal machen. Und der hat ihm gesagt, Mensch, der Chris Binford, der hat wohl jetzt sich letztens selber irgendwie um Trailer gekümmert. Ihr wisst ja, er hat jetzt hier von Roger einen hochgezogen, das hatte ich ihm vermittelt. Nach Eugene. Deswegen will ich nochmal einen Chris anrufen, ob der noch was weiß. Vielleicht weiß er irgendwo was, wo so ein Ding rumstehen kann. Na, geht er ran? Herr Binford? Chris Binford? Ja, lohnt. Der Tom ist hier. Grüß dich erstmal. Ja, Tom, könntest du mich nochmal anrufen? Irgendwie ist die Verbindung gerade ganz. Ich würde mal anhalten und dann können wir versuchen, dann nochmal zu telefonieren. Ja, okay, alles klar. So, ich rufe jetzt den Herrn Binford einfach nochmal an. Der müsste jetzt hoffentlich Verbindung haben. Er wählt noch. Okay. Hallo? Herr Binford, hallo, seien Sie Hallo? grüßt. Herr Diesel, sei gegrüßt. Na, ist Wie die ist Verbindung. es? Ach, gut, ich. Sonnenschein. Ist aber kurze Frage: Ist die Verbindung jetzt besser? Ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Ja, wunderbar. Scheint erstmal zu funktionieren. Ja, das ist gut. Wo bist du denn gerade? Ja, ich bin hier oben. Ich habe ja mit Jan gesprochen und ich bin auf dem Weg von Medford nach Eugene. Ach so, also ein bisschen in den Bergen, es könnte ein bisschen schwierig sein, also mit der Verbindung. Ja, das wird wahrscheinlich dann die Ursache sein. Ja. Du bist mir eigentlich zuvor gekommen. Ach Also wir so. haben uns, wie das manchmal so ist, ich wollte dich auch anrufen. Ja. Wir hatten ja nach unserem Telefonat da die ganze Sache mit Roger, mit dem Aufleger dort, die eigentlich so geklappt hat. Ach, das ist schön, Und ja. ja, und der ist auch ganz happy. Ich habe den dann jetzt, oder ich bin in der Quatsch, ich bin jetzt auf dem Weg nach Eugene, den abzugeben. Das hat also mit der Aufnahme dort geklappt in Bakersfield. Du warst ja nicht da zu der Zeit. Und wir haben dann noch ein bisschen geklönt und ein bisschen uns unterhalten. Und ich bin dann auch los. Und dann hatte ich ja das Wochenende in Medford mit Jan. Und da haben wir jetzt alles klar gemacht. Und jetzt bin ich auf dem Weg nach Eugene und will den dann für Roger da abgeben. Alles gut, Ja, wo und ich bleiben wollte wir? dich eigentlich anrufen, dass ich jetzt fast da bin und jetzt bist du mir eigentlich zuvor gekommen. Ja, aber ich weiß schon Bescheid. Ich hatte mit Roger die Tage gesprochen, weil ich Ach hocke so. hier gerade in Bakersfield und pendle die ganze Zeit schon zwischen Bakersfield und Fresno. In Fresno steht der Classic derzeit, den haben wir ja wieder aufgebaut zusammen mit Nate. Nate kennst du ja aus der Ja. Peterbilt-Werkstatt vom Roger, Ja, ne? der arbeitet ja auch in der vernünftigen Werkstatt. Ja. Ja, ne? Und ich habe es wohl gehört, ich habe es wohl gehört. Ich wurde nur gerade auf meinem Handy von einer Nachricht überrascht, deswegen war ich gerade ein bisschen Ach so. irritiert. Ja. Und Ja. nee, im Grunde genommen, das ist eine recht interessante Bemerkung, die du gerade, sagen wir mal, so getroffen hast.
Ich möchte da jetzt gar nicht so auf dieses, sagen wir mal, auf dieses, was wir natürlich alle wissen, dass Kenworth weit, weit über Peterbilt steht. Nee, das Interessante ist, dass der Nate sich jetzt einen LKW auch gekauft hat. Okay. Und es ist weder Peterbilt, und das muss ich sagen, sehr, sehr enttäuschend. Ich bin kurz davor, Nate die Freundschaft zu kündigen. Das ist auch kein Kenworth. Das kann ich verstehen. Der macht da alles richtig. Genau, er will das noch ein bisschen geheim halten, aber ich darf nachher wohl mal mehr angucken. Ja, okay. Nee, aber mit Nate zusammen in seiner Freizeit abends haben wir jetzt in Fresno drüben viel gearbeitet in der Werkstatt. Ja. Und haben dort einiges am XL gearbeitet, hat auch einen neuen Motor gekriegt, weil ich habe festgestellt, dass der N14 ziemlich stark leckt und dass ich Kompressionsverluste noch und nöcher habe. Er ist alte Maschine, alter Schleifer, was willst du denn da? Ne? Der hatte ja, also der Motor selber hat ja schon, also mit Sicherheit 7-stelligen Kilometerstand oder Meilenstand. Dann das ist ja hier alles ein bisschen anders. Ja, da wird sowas auch mal eben schnell ausgetauscht. Ja, so ein bisschen robuster, ne? Und was geht denn rein? Da lasse ich mich noch ein bisschen drauf, noch nicht so festlegen, aber es geht Richtung Detroit, auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, also ich habe dort... Ein gutes Angebot hast. Ja, ich habe ein super Angebot für aus einer guten Werkstatt vor allen Dingen. Aus einer richtig guten Werkstatt, die sind drauf spezialisiert, bekommen. Ich sage aber jetzt noch nicht welcher. Und passt aber gut in den LKW rein und ist super bearbeitet. Und für mich ist ja ganz wichtig, ich meine, ich lasse den ja hier in Kalifornien zu. Und dann musst du bei Neuzulassung, brauchst du diese Clean Idle Plakette. Ja. Und, da brauchst du noch einen schönen Auflieger dafür. Ja, genau, da brauche ich auch noch einen Auflieger dafür. Und das ist momentan mein Problem. Ich habe mit einem Roger gesprochen und der sagte zu mir, nachdem ich jetzt wirklich hier etliche Sachen durchgeschaut habe, der eine hat gerochen wie eine alte Fleischereibude, aber nicht nach frischem Fleisch leider. Der andere, da hing die Isolation innen raus. Beim dritten war vorne der Kühler mehr oder weniger, der Pfiff auf dem letzten Loch. Also war nichts dabei. 48-Fuß-Trailer hier zu kriegen, das wollte ich eigentlich in den Kalifornien, ist unheimlich schwierig, weil die eigentlich alle die 53er fahren. Und aber der Markt ist ganz schwierig hier. Also es ist wirklich ganz schwer, was Vernünftiges, vor allen Dingen für mein Preisbudget zu finden. Neue Ware ist kein Thema, aber jetzt hier einen vernünftigen Gebrauchten zu finden, ist schwierig. Ja. Aber wo du das so jetzt so sagst, ne? Ja. Ich hatte mit Sigi neulich das Thema. Ja. Und das haben wir, ich habe dem aber auch gar nicht weiter Beachtung geschenkt. Aber jetzt, wo du das so sagst, ich müsste mich nochmal erkundigen, ich würde dir das nochmal schreiben, aber ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen. Aber ich glaube in Santa Maria, aber ist das? Okay. Da hätte er hätte dort einen 53 Fuß Kühler kriegen können. Gebraucht. Ja. Für einen ganz moderaten Preis. Also das ist was ich so über Eck noch zusammenkriege. Ja, und Zustand? Und der ist, was ist der alt? 6-7 Jahre, glaube ich. Ja, das geht. Also wenn sie sagt, der ist eigentlich in einem Zustand, wo er darüber redet, dann sage ich mal, dann interessiert er sich auch dafür. Ja. Ich glaube, das Problem war gewesen, das hat man ihm angeboten und er hat keinen Bedarf dafür in seiner Flotte zurzeit. Okay. Ich würde den noch mal anrufen. Und würde dann noch kurze Nachricht hinterlassen oder ich schreibe dir das, wo das genau ist. Aber ich bin mir sehr sicher, das war in Santa Maria. Mhm. Und das klang alles ziemlich interessant. Und jetzt, wo du sagst, dass der andere ist ja kaputt und jetzt, wo du das so sagst, das könnte vielleicht für dich ganz interessant sein. Ja, der andere ist schon gar nicht mehr bei mir. Den haben wir zum Schrottwert verkauft. Machte keinen Sinn. Ach so, okay, alles klar. Das ist ja umso besser. Dann brauchst du dir ja da gar Gedanken machen. Du pass auf, Tom, das machen wir so. Ich rufe gleich Sigi an und dann kriegst du nochmal eine Nachricht hinterher, was mit dem Ding ist. Ja, wie lange wirst du brauchen? Weil ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen. Es sind jetzt schon 2 Wochen vergangen. Ich hab das in 10 Minuten. Ja, das wäre super. Schickst du mir eine Nachricht drüber? Ja. Schicke ich dir eine Nachricht drüber und dann denke ich, also wenn er nicht weg ist, das wäre eigentlich genau das Richtige. Ja, weil Santa Maria wäre cool. Das wäre in Schlagweite.
Das könnte ich relativ Ja, schnell angehen. das wäre ja tipptopp. Ja. Also wenn wir aufgelegt haben, ich rufe gleich an. Ja, super, Chris. Dann hat sich ja der Anruf schon Und mal gelohnt. dann, ja, du. Dann lass, wenn du da so auf Kohlen sitzt, dann Ja. lass, wir schnacken in Ruhe noch. Dann lass mich das erstmal angehen und dann, bevor ich sie wieder nicht gegriffen kriege, Ja, dann mach drückt er das. jetzt noch ein bisschen der Schuh und ich melde mich gleich. Alles klar. Okay, Chris, alles Gute, ne? Ne? Danke Wir schnacken noch soweit. ein Bis bisschen. dann. Jo, Ja, erstmal, tschü. bis dann. Ciao. So, dann muss ich mal ein bisschen zusammenzählen, was ich jetzt alles noch vorhabe. Muss ein Reto dann Bescheid sagen, wenn das klappen sollte mit dem Trailer. Oh, Moment. Mal kurz nachgucken. Oh, Chris hat schon geschrieben. Okay. Ah ja, er schickt gleich die Dings durch. Ja, das ist so cool. Ja. Ah, da ist er schon. Ne, er hatte gerade geschrieben, dass er den Kontakt schickt. Martin heißt der Typ, okay. Santa Maria. Oh, okay. Oh, das ist auch der Trailer hier im Angebot. Das hat er gleich mitgeschickt. Oh, sieht gut aus. Wisst ihr was? Wir rufen den einfach gleich mal an, oder? Ja, noch ganz kurz zu Anna. Am liebsten würde ich die mitnehmen und dass er mir dann schön auf der Fahrt ihre Sandwich machen kann. Wäre schon gut. Und der Kaffee, Leute, hier, der Kaffee ist. Also jeder, der hier mal in Bakersfield vorbeikommt, es lohnt sich. Ich weiß, ihr fahrt alle nicht gerne in der Stadt rein, wenn ihr auf Tour seid. Das mache ich selber auch nicht. Es kostet einfach nur Zeit ohne Ende. Aber diese Bacon und Spiegeleier-Sandwich, Leute, die sind einfach nur, die sind genial. So, machen wir mal hier. Ja, hi, das ist Tom Diesel aus Bakersfield. Schön Sie, dass ich Sie am Sonntag störe. Ich rufe an wegen des Trailers in der Anzeige. Die wurde mir weitergeleitet. Und ich dachte, ich probiere es einfach mal, weil da auch privat dran stand. Ja, macht nichts. Okay, wunderbar. Haben Sie kurz 5 Minuten für mich? Ja, okay. Ja, ich suche hier Trailer. Auf der Suche, habe eine kleine Spedition in Bakersfield, habe mir jetzt verschiedene angeschaut und sind auch sehr gute mit dabei. Und allerdings sagte mir der Chris Binford, der hat ihre Anzeige, ihr Angebot von dem Siggi aus Eugene. Und ja, hat er schon mal angerufen? Ja, der interessiert sich auch oder hatte sich interessiert, aber der hat sich ja dann nicht weiter gemeldet, glaube ich. Weil einfach Kühler momentan nicht gesucht wird, also zumindest jetzt nicht in seiner Spedition. Ja, ist das schwer, den zu verkaufen? Okay. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich werde es nicht ausnutzen. Nein, Sie haben sich jetzt nicht in eine schlechte Verhandlungsposition gebracht. Nee, aber ich brauche nochmal einen Vergleich. Also ich habe jetzt hier drei an der Hand, die. Ja, die sind gut, die sind okay, aber ihre hätte halt den Vorzug dieser weißen Oberfläche und das finde ich nicht schlecht, das würde gut zu meinem Truck passen. Ja, ganz genau. Ach, da ist auch Werbung drauf. Ja, das hatte ich gesehen, aber das werden ja nur Aufkleber sein, oder? Ja, dann ist ja nicht das Problem, genau. In der Anzeige ist ja der Zustand, der geschildert wurde, sehr gut. Ja, nein, um Gottes Willen, nein, 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 nein. Ich will nicht bezweifeln den Wahrheitsgehalt der Anzeige, aber manchmal schreiben die Anzeige Dritte. Also sprich, wo die so ein bisschen aufgebauscht wird. Haben sie selber geschrieben, okay. Ja, dann bezweifle ich, um Gottes Willen, nein, 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 nein. Sonst würde ich mich jetzt auch nicht auf den Weg machen.
wenn das interessant ist. Ja. Ja, gut. Ich würde mich gleich nochmal melden, wenn Sie dann zu Hause sind, ja? Okay. Ich würde mich gleich nochmal melden, weil ich werde dann mal schauen, ob ich eine Zugmaschine auftreiben kann, weil meiner ist momentan gerade in der Werkstatt. Den kann ich noch nicht rausholen. Der ist erst nächste Woche fertig. Ja. Alles klar. Dann bis gleich. Anna? Anna, Schätzchen. Ja, genau, schreib's mir auf. Alles klar, danke. Ciao. So. Ja, mit Anna habe ich da so ein kleines Agreement. Die macht mir einfach am Ende der Woche oder wenn ich dann mal da bin, einfach eine Gesamtrechnung fertig. Ich habe auch zu ihr gesagt, jetzt mauschel mir da nicht irgendwie zu viel weg, sondern mach es vernünftig. So, ich rufe gleich mal Nate an. Wir wollten uns jetzt ohnehin seinen LKW angucken. Ja, hi Nate, hier ist Tom. Wie geht's dir? Gut. Sag mal, bist du vorne bei Roger? Ja? Du, ich würde mal vorbeikommen, mir mal den LKW angucken. Jo. Bist du im Stress? Okay. Ja, ich bin gleich. Soll ich kommen oder nicht? Weil ansonsten bin ich gleich da. Ja, dann komme ich noch vorbei, alles klar. Aber ich muss ohnehin mit dir sprechen, denn Roger, Quatsch, wollte fragen, ob der Roger vielleicht eine Zugmaschine, irgendwie eine Leihzugmaschine oder einen Vorführer frei hat für mich mal für heute. Der ist dann heute Abend auch wieder da. Ich soll erstmal vorbei. Wie jetzt? Verstehe ich nicht. Ich fahre nach Santa Maria. Wie das passt. Jetzt lass mich doch auch mal sprechen. Nee, okay, pass auf, dann komme ich vorbei. Und dann guck mal. Das wäre ein schön, ja, fast schon wieder Zufall, ne? So ganz aus Zauberhand. Ja, schön die Kettenmaschine, ne? Guck mal. Ja, alles klar, Nate, ne? Bis gleich. Ja, ist mal wieder interessant, wie das Leben so spielt. Aber egal. Ich gehe jetzt erstmal vor zum Roger. Nate sagte, der hätte da was für mich, was wie die Faust aufs Auge passt, nach Santa Maria. Der war gerade mächtig unter Stress, weil der muss gleich wieder zum Mittag wieder nach Hause und Nachmittag heute zu Hause sein, weil er die Kinder hat. Seine Frau ist krank geworden. Und deswegen ist er ein bisschen im Stress und hat gerade einen Fahrer gesucht. Ja. Das ist mal wieder interessant. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, seinen LKW zu sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns vorne beim Roger oder? Naja, wir sind doch fast da, oder? Kommt er mit? Ja, kommt er mit. Ach, ich habe am Wochenende wieder hier Super Trucker Dan geschaut. Der hatte Urlaub gehabt. Und ich weiß nicht, ob er den kennt. Aber von ihm hatte ich früher immer mal mit dem Flat Deck, wie ich den noch gefahren bin. Schnickedöns gehabt. Also Videoausschnitte immer mal von ihm drin, weil ich finde diesen Typen grundsympathisch und der erzählt so aus dem Alltag. Allerdings muss man halt des Englischen mächtig sein. Und ist das eigentlich hier ein Knast oder was ist das hier? Tattoo Parts, naja. Ja, das hatte ich in den USA öfters gesehen, jetzt also auch im richtigen Leben, immer in Pittsburgh, dass die sich da irgendwo in der Innenstadt mit Autos getroffen haben am Tag und dann haben die da auf irgendwelchen Parkplätzen haben die Party gemacht. Bisschen gefeiert und so, wie Jugendliche halt so sind. Und sind dann mit ihren riesigen Pickups, glaube ich, vom Land gekommen, haben sich da getroffen. Und ich bin da mal hin und hatte mal gefragt, was sie da machen. Und sagten sie, ja, sind Studenten. Entweder Studenten oder ehemalige Studenten und so weiter oder aus einer Schule, aus dem College, das sich kennen und Pittsburgh lag halt, das ist auch so eine Provinzhauptstadt, jetzt aber schnell hier rüber, in der Mitte und dann treffen die sich da immer mal. Ja, weil USA ist ein großes, flaches Land und jeder wohnt verstreut. Ist auch ein schöner Zug hier, ne? Sehr schön.
Ja, aber egal. Super Trucker Dan geschaut und der ist wieder aktiv, der war jetzt im Urlaub und immer wenn ich den gucke, kriege ich unheimlich Bock, ATS zu zocken. So. Machen hier mal zwischen die Steine durch. Sieht zwar aus, wenn nicht, dass gleich die Polizei kommt. Aber auf jeden Fall kennen die mich. Ach, da vorne ist der Nate schon. Na, das wird nicht sein neuer sein. Ja, das sieht ein bisschen zu neuer und modern aus. Hey Nate! Wie geht's dir? Ja, okay. Du hast es eilig. Also was ist los? Ja, okay. Du hast eine kleine Tour, eine Lehrtour nach Santa Maria, okay. Da soll ein Trailer ausgeliefert werden. Ach, gucke an. Entwickelt sich, ha? Huh? Das Geschäft. Schön. Herr Nate macht, der hat wohl einen Trailer aufbereitet. Hier in Roger seiner Werkstatt hat das okay gekriegt. Er zahlt Roger da quasi so eine Art Werkstattmiete. Im Wesentlichen hinten, da sind noch so ein paar leere Hallen und ein bisschen Krimskrams. Da hat er jetzt wohl einen Trailer aufbereitet und der muss zur Auslieferung nach Santa Maria. Und dann mit freier Zugmaschine wieder hoch? Okay. Ja, das würde passen. Pass auf, Nate. Ich habe die Möglichkeit, mir in Santa Maria einen Trailer anzuschauen. Und wenn der passt, will ich ihn gleich wieder mit herbringen. Und den könnte ich ja dann hinten an deine Zugmaschine dran bauen. Ja, genau. Was ist denn für einer? Ach, ein Mac? Sag mal, was ist eigentlich mit Roger los? Ich fahre schon die ganze Zeit kein Peterbilt. Jetzt holst du dir auch noch einen Mac? Ach, Preisfrage, okay. Ja. Ah. Gibt's nicht im Peterbilt. Ja, okay, na gut. Das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich gut verstehen. Alles klar. Ja, pass auf, dann gib mir einfach den Schlüssel. Und dann. Genau. Danke. Grazie. Du willst wieder los? Alles klar, Nate. Pass auf, gib mir die Adresse. Papiere. Jo, alles klar. Super. Nee, dann mache ich auch los. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Es geht jetzt schon, ist schon wieder 12 Uhr. Wird eh spät genug. Ja. XL kriegen wir die Woche fertig? Bist du morgen wieder bei, alles klar. Ja, ich denke, wir sind in den letzten Zügen, ne? Jo. Plakette kriegst du auch? Super, einwandfrei. Ja, ist die Clean Idol Plakette unter uns. Alles klar, ne? Du, ich mach los, ne? Bis dahin. Bye, have a great time. Thank you. Ja, ich brauche die in Kalifornien jetzt hier, durch den Neuaufbau und so weiter, eine Clean Idol Plakette. Auf der anderen Seite will ich auch nicht mehr so richtig rumrußen. Und deswegen, aber das erkläre ich euch dann mal, vielleicht während der Fahrt oder so, ist der N14, das habt ihr ja vorhin schon gehört, der ist rausgeflogen bei mir. Und wir hatten jetzt das Glück, oder sagen wir mal so, durch Nates Kontakte, auch durch Dons Kontakte, einen richtig schönen, das kann ich glaube ich schon sagen, einen Detroit Diesel. Das habe ich ja glaube ich auf dem Bildschirm gezeigt. So, oh. Jungs, entschuldigt, dass ich das jetzt mit dem Detroit Diesel nicht zu Ende führe, aber meine Herrschaften, nicht nur Jungs, ja, sondern meine Herrschaften, ich weiß ja, ich habe auch ein kleines weibliches Publikum, wo ich total stolz drauf bin. Aber ich sag's mal so unverblümt im Militärton gerade raus. Hier kriegst du einen Tropfen in der Hose. Also, das ist ja. Oh, das hat mich jetzt echt überrascht. Das ist ja. Oh, und dann auch noch in diesem Weiß. Nate, du hast Geschmack. Du hast richtig. Oh, Geschmack.
Nate One. Hier unten könnt ihr es lesen. Ah, oh, schön. Das ist ein MH613. Ich bin ja so ein bisschen Mac-Fan, das wisst ihr ja. Oder vielleicht hat sich das ja mittlerweile so ein bisschen herauskristallisiert. Also neben Freightliner, Kenworth und Mac. Ich habe auch nichts gegen Peterbilt. Ich finde auch Peterbilt, verschiedene von denen richtig klasse. Den einzigen Peterbilt, ganz ehrlich, den ich nicht so toll finde, das ist der 579. Das ist, da bin ich kein Freund von, der ist mir zu weich gezeichnet. Aber gut, das kennt ihr ja alles. Da möchte ich jetzt auch aus guten Gründen, die sich da Binford und Bollemann nennen, das The Trouble Bees könnte man das fast schon nennen, möchte ich da nicht weiter drauf eingehen. Aber das Besondere hier an dem hier ist das, was Nate mir gesagt hatte. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Zylinderbank links, Zylinderbank rechts. Das ist ein V8. Das ist. Das kriegst du höchstens in den USA noch bei Caterpillar. Ja, die 3408er. Aber das hier ist ja mal oh, ein Träumchen. Und das ist ein gebrauchter Trailer, der sieht aus wie neu. Livestock, also Tiertransport. Und der sieht aus wie neu, Freunde. Weil wieder Fragen kommen werden, das ist der Wilson-Trailer. Den findet ihr auch im Netz. Der ist oh, von Tracegear oder so, ist der überarbeitet worden. Und die Zugmaschine, das ist von Blueprint Mods, die Zugmaschine. Den habe ich jetzt schon seit über ein Jahr. Dann wollte ich ihn reinbringen, der war ewig für 1,35 und DX11 nicht zu haben. Und weil, ja, Laurie und ich, wir hatten noch andere Sachen zu tun. Und ja, und dann war er irgendwann wieder vorhanden und jetzt muss er rein. Jetzt muss er rein, weil das ist einfach ein traumhaft schöner Mod. Und ich finde auch in dieser Wilson-Kombination hier ist das einfach nur ein Träumchen. Das ist einfach nur klasse. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier nicht lange rum. Ich will da rein. Ich will da rein. Wir machen die Haus- und Hofrunde, wie es sich gehört. Und. Ach, schaut euch das an. Ach, schaut euch das an. Das war. Wissen bestimmt viele von euch, Mac war mal eine Zeit lang der absolute Marktführer in den USA, was Technologie, Technik und so weiter anging. Mit ihren ersten Aluminiumfahrerhäusern, voll auf Ergonomie getrimmt und so weiter. Und der hier gehört definitiv dazu. Der gehört definitiv dazu. Ja. MH600, ne? Ah, Träumchen. Träumchen, Leute, ein absolutes Träumchen. Ich muss mal ganz kurz hier was einrichten. So, das war's schon. So. Seid dann natürlich mit dabei, ist ganz klar. Okay, geht alles. Ja, hier mein Navi-Mod, der geht hier schon, der legt sich mit rein, aber dieses Navi ist halt maßlos in der Helligkeit übersteuert und da würden wir uns mal ranmachen, wenn es mal so weit wäre. Aber ansonsten ist es jetzt hier für ihr. Jetzt seht ihr, jetzt wird es so ein bisschen blau. Das heißt, das ist ja auch bei anderen Mods, zum Beispiel glaub, beim Scania vom Fred auch so. Der ist drinne, der Navi-Mod, nur das ist halt zu hell, das Navi, und deswegen wird er halt irgendwann im Licht übersteuert. So. Oh. So, Originallautstärke. Oh, ich will noch nicht zu hoch drehen, aber ich habe gerade Gänsehaut. So, dann Warmblinkanlage an. So, okay. Und dann machen wir noch unsere Haus- und Hofrunde. Oh, Leute, dafür, ja. Das ist jetzt so martialisch ausgedrückt, aber dafür kann man töten. Das ist ja herrlich. Ach, guckt euch das an. Ist das schön? Ist das schön? Dieses avantgardistische Design hier von der Maschine. Also, der hat Maßstäbe gesetzt, als er damals rauskam. Und dann,
Der Nate sagte, der hätte 400 PS. Kann man normalerweise nicht, aber so alles richtig drin. Der hat 400 PS hier. Ah, das wird knapp hier, ne? Willst du mit dem Eindrehen, aber es müsste alles noch hinhauen. Die sind noch alle zu. Wir bringen den auch leer hin. Das ist eine Trailer-Auslieferung, wir haben ja keine Fracht dabei. Aber das ist ja auch ein Träumchen. Absolutes Träumchen. Kannst auch noch einen hinten dran packen. Ich finde den Startnummer, diese Kupplungsklauen, immer so interessant. Da finde ich unsere europäische Lösung deutlich besser. Ja, auch schön mit Lichtern hier zur Sicherheit versehen. Ja, Livestock ist auch irgendwie eine ganz besondere Transportform. Habe ich selber noch nie gemacht. Ich bin auch kein Landwirt. Ich finde, da brauchst du auch ganz viel Gefühl auch für Tiere, wenn man das verantwortungsvoll macht. Die sind alle zu hier, die Klappen. Schaut euch diesen Mod an. Der ist traumhaft schön. Der ist traumhaft schön. Ja, ich finde, da braucht man ein Gefühl für Tiere. Habe ich eigentlich, aber durch meinen Opa früher, der hatte auch Viehzeug. Und ja, aber ich werde mich hier ganz kurz nochmal Wandringanlage jetzt ausmachen, mich kurz einrichten und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, was haben wir hier für Instrumente? Das sollte man sich vorher auch nochmal immer mal anschauen, finde ich. Wir haben hier Luftdruck, Tankinhalt, was ist das hier? Airpress, APL, Application Applied, vielleicht was er gerade drauf kriegt. Diff Temp, okay, Trans Temp, also Trans ist klar, das ist wahrscheinlich unten hier in der Transmission im Getriebe. Dann haben wir Suspension Load, also die Beladung. Differentialtemperatur ist es dann, Diff Temp, Trans Temp ist auch, Suspension Load, nicht schlecht, cool. Dann haben wir hier die Öltemperatur, Front Axle, also die vordere Achse, die Temperatur, die haben wir ja hinten. Aber warum das an der vorderen Achse? Was wird denn da gemessen? Der Reifen? Oder? Weil die ist ja nicht angetrieben. Vielleicht, ja, vielleicht gibt es ja noch eine Allradversion. Klar, Auspufftemperatur. Das wird für einen Lader sein, möglicherweise. Und Abgase. Wahrscheinlich ist das ein Indiz, wie sauber er gerade verbrennt. Ja, Wassertemperatur, Maschinenöltemperatur und Batterie-Ladespannung. Okay. War noch klar, ne? Gut. So, ist jetzt die kleine 2. Große 2. Ganz kurz gucken vom Lenkeinschlag, weil ich glaube, der hat einen riesigen Lenkeinschlag. Aber es passt soweit. Ja, der wird die 1800 Grad hier drin haben. Das müsste man dann, wenn man den öfters fährt, nochmal korrigieren. Dazu brauchst du halt die passende Animationsdatei mit. So, ich würde ganz gerne noch mal kurz in der Karte Navi Santa Maria mal markieren.
So, das kommt jetzt zu S-Crops, wird er ausgeliefert. Please proceed to the highlighted route. Machen wir. Prepare to turn right. Turn right. So, ich darf zwar bei roter Ampel rechts abbiegen, aber die werden ja gleich losfahren. Ich darf immer noch stehen. Ja, es hat aber super geklappt, mein Mate, ey. Ganz ehrlich. Da hat er sich aber ein schönes Auto gegönnt. Continue straight. Traum. Leute, das ist ein Traum. Ist ein Träumchen. Gut, der muss jetzt hier noch nichts ziehen, außer den Trailer, der ist leer. Ich fahre LKWs, gerade die amerikanischen, am liebsten halb voll, die Trailer, weil die sind sonst sehr störrisch. Gerade die alten, die sind dann so bockig, weil einfach das Gewicht auf das Pendu, na, auf der Suspension fehlt, also auf der Achse. Und auch beim Trailer ist so, der schlägt dir dann immer hinten auf die Sattelplatte ein und dann gibt die Schläge ja entsprechend weiter. So, ich will jetzt hier mal bei der Kendra, Entschuldigung, aber das geht mir ein bisschen auf den Keks, diese Geschwindigkeitswarnung mal abstellen. War denn das? Warnung. Keine. So. War ich ein bisschen selbstverantwortlich fahren. Continue straight. Aber du sitzt halt hier von der Größe des Führerhauses. Da vorne, dahinter, hinter der Vorderwand, da ist halt schon die Luft. Ne? Da ist schon die Straße. Und du sitzt halt hier wirklich vorne drin, so also im Spiegel zu gucken, musst du wirklich nach links gucken. Richtig nach rechts. Aber das macht halt auch, finde ich, so dieses Besondere aus. Die sind halt, der geht zwar hier schon Richtung Ergonomie und alles, aber es halt mit modernen LKWs noch nicht vergleichbar. Sound, Leute. Entschuldigung. Der Sound ist ein Traum. Der Motor
Nate, der macht das dann halt gleich richtig. Aber der Motor ist ein Traum. 400 PS das Ding. Das war für die damalige Zeit schon ein richtiger Kracher. Und er holt das noch mehr aus dem Hubraum hier, die Kraft. Solches Kraftschwein. Eine berühmte E9-Maschine. Und ja, ich weiß, Nate hat das hier lange geheim gehalten, aber Motor hat er natürlich Kompression geprüft, zur Not hat er dann Kolbenringe gewechselt und. Aber er sagt, der Motor war in einem guten Zustand. Ein bisschen muss er nacharbeiten, aber Kompression ist super jetzt, wie fast bei einer neuen Maschine. War so wiederhergestellt. Und ansonsten ist das Ding hier draußen drin, der ist ja richtig sauber gemacht, wie geleckt. Der steht da wie neu. Wollen wir uns natürlich auch mal von außen angucken. Ja? Herrlich, ich, oh. Ich habe gerade richtig Spaß hier. Ich habe gerade richtig Spaß. Ein so ein schönes Auto. Ja, bin ich mal gespannt, was das jetzt für ein Trailer ist, den man da... Seht ihr das jetzt? Jetzt ist blau. Sieht irgendwie vom Sonneneinfall abhängig oder so, aber Licht ist da an. Ja, Licht ist an. Oh, kleine 8, jawohl. Komm, zieh, Baby, zieh da hoch. Jawohl, ja. Okay, mal langsam hier. Ja, ja. Richtig schwach werden, das ist... Das hier, Freunde, ist ein absoluter Traumtrag. Das war eigentlich so ein Geschoss, wie der Mac es mir noch angeboten hatte, dass ich noch kaufen könnte. Aber ich konnte es mir einfach nachher nicht mehr leisten. Also, aber sowas hätte ich gerne bei mir im Fuhrpark mit drin. So ein Träumchen, aber momentan geht's einfach nicht. Das ganze Geld für den Verleih von meinem T680, ja, der ist verliehen, steckt jetzt in XL im Wiederaufbau. Das hat mich etwas über nur die Zugmaschine $23.000 gekostet. Ich weiß, das ist, müssen wir uns nicht unterhalten. Das ist für so ein altes Fahrzeug unfassbar viel Geld, was da reingegangen ist. Aber ihr wisst, warum ich hier rüber gekommen bin, ihr wisst, warum ich das mache. Ich lebe hier einen Lebenstraum. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und Geld mitnehmen ins Grab können wir auch nicht. Und vorgesorgt habe ich jetzt mit den Immobilien ganz gut.
Also da habe ich schon ein Understanding. Das merkst du auch, wenn ich beim Reto anrufe. Ich sage, ich brauche 10.000, gar kein Thema. Du kriegst vor allen Dingen ein vernünftiges Angebot. Ja. Aber dafür steht der XL wieder da. Hier oben. Und zwar wie geleckt. Ja. Wie aus dem Ei gepellt steht er da. Was ich natürlich da auch ein bisschen mit eingerechnet habe, sind schon die Farbkosten, weil die ganze Farbe, der ist richtig lackiert, der ist nicht foliert, der ist lackiert. Die habe ich natürlich schon gekauft alles. Das kostet auch viel, viel Geld. Also das ist jetzt nur noch der Trailer und die Zulassung und vielleicht ein paar Reinigungsarbeiten, ich weiß nicht, was dran gemacht werden muss, auch Kühlaggregat. Für mich behalte ich es mal im Hinterkopf, ne? Weil ich kaufe den jetzt auch von privat und das ist halt mit der Gewährleistung so eine Sache. Weil da kannst du von dem, was soll ich denn von denen an Gewährleistung verlangen? Also das ist jetzt einfach mein technischer Sachverstand, der darüber entscheidet. Nehme ich den jetzt oder nehme ich nicht? Das ist halt Risiko. Da habe ich keine Gewährleistung drauf. Das ist ja kein neues Produkt. Aber dafür zahle ich dann auch nur, weiß ich nicht, 15.000 bis 20.000 Dollar. Also 20 will er haben. Und das ist hier weit und breit das beste Angebot. Ich habe zwar zu ihm gesagt, das habt ihr ja vorhin auch gehört, ich habe in Bakersfield da noch drei, die sehen gut aus und so weiter und habe einfach ein bisschen geschummelt. Ja, ich will halt seine Verhandlungsposition nicht zu sehr stärken, also seine Schwächen, meine Stärken. Und deswegen halt musst du da auch mit, ja, musst du dich entsprechend vorbereiten und auch deinen Verhandlungspartner entsprechend vorbereiten. Das ist aber in seiner Gesamtheit ein sehr schöner Zug hier. Er steht schlicht, aber schön da. Stoppschild. Die RVs hier, die vielen Wohnmobile hier, dieses Jahr im Sommer hier auch, die sind wie Fliegen. Das haben wir in Europa jetzt schon ähnlich geworden, finde ich, wenn du da fährst. Ja, ich gehöre ja auch mit dazu. So, hier zu S-Crop soll ich ihn ausliefern, Papiere abgeben, das Finanzielle ist auch schon alles erledigt. You have arrived. Du bist dann runter von der Straße mit dem Trailer. Das ist eine schöne Größe. Fällt mir. Aber auch für die Leistung gut ausgelegt. Hey guys, I'm here for the livestock trailer delivery. Yeah? Over there? Right corner? Okay. Hab schon drauf gewartet. Machen wir hier ein bisschen aus rechts.
Ich liebe das Farmerleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Bauer oder Farmer hätte ich auch werden können. Ja, da steht auch einer. Der ist aber eine ganze Nummer größer da. Guck mal, ich glaube, der hat, wenn ich das richtig gerade gesehen habe, der hat 3 Achsen. Ich würde den jetzt hier so einmal drehen und vorstellen. Boah, 4! Ja, da brauchst du aber entsprechend eine Zugmaschine davor. Guckt euch das an. Oder der pfeift. Ja. Yeah. Better over there. Beside the other trailer. On this. Okay. Aber wir sollen daneben stellen. Na gut. Na gut. Zaunwirsel, die scheinen gut zu gehen. Mit den Frontlenkern, wenn du dann den so einen Hauber gewöhnt bist, die sind halt deutlich beweglicher. Die reagieren ganz anders auf deinen Lenkeinschlag. Wahnsinn. Immer auf gleiche Höhe hier. So muss das passen, oder? So, ich spring mal kurz raus, ob das passt soweit. Ja. Ja, doch, hier durch die Reifen. So kann man stehen lassen, ne? Ja, alles gut. Where's the Kürbel? I have to find the Kerbel now. Can you see a Kerbel? Oh, hier, schaut mal, der ist schon vorgesehen hier für die Druckluftleitung von unten ran. Cool. Ja, und dann kürbeln wir das Ding halt hier runter. Ja. Okay. Gut. Freunde, ich mach kurz die Maschine aus und oder ziehe sie erstmal raus, falls hier noch was mit vorhaben. Und mach dann die Papiere fertig. Gib ihm ja noch die Papiere, lass mir die Unterschrift für die Auslieferung geben und dann. Gehe auch gleich nochmal zum Trailer, kontrolliere den, dass alles in Ordnung ist. Stell mich mal hier vor den Traktor, weil dann müssen sie mich nämlich schnell fertig machen. So, Lights off, Ignition off und wir sehen uns gleich wieder. Yeah, I'm coming! So, here you are. Okay. Anything else? No? Wonderful. Thank you. See you soon. Bye. Bye. Have a great time. Thank you. Jo, hat alles geklappt. Hab meine Unterschrift bekommen für die Auslieferung. War nichts dran. War alles gut. Aber ja, was soll auch sein, ne? But you never know. So, ich würde sagen, wir fahren nach vor.
Das muss da irgendwo vorne, ich hatte ihn auch gleich gerade mal gefragt, an der Tankstelle sein. Gerade beim Starten falschen die große Gruppe reingeholt. Das wollte man nicht haben. Sagte Martin, ja, das weiß er mit dem Trailer, sagte er, die hatten auch Interesse an dem Ding, aber naja, die sind aber nicht ausgerüstet für Kühlgut, weil Martin hat es halt bei denen ja auch angeboten. Und deswegen kennt er den, sagte, das ist da vorne an der Tankstelle. Die kennen sie ja alle untereinander. Ist ja fast so wie in Bakersfield. Da bin ich mal gespannt jetzt, ob ich mal einen Trailer kriege. Mensch, der Jeff, der hat aber echt schon investiert hier. Hier ist die Tankstelle. Oh, da steht ein Trailer. Ja. Oh, okay. Mal gucken, ob ich mich hier hinstellen kann. Ich würde mich mal hier links davor stellen. Das ist der Einzige, der ist, ne? Thermo King, genau. So, wunderbar. So, dann gucken wir erstmal. Das ist er, oder? Ist da noch ein anderer? Nö. Oh, die Nummer kenne ich, das ist der Martin. Tom? Hi, Martin. You'll be here a little bit later? Okay. Yeah, okay. So this is the gas station? The BP. Yeah, I'm here. I'm already here, yeah. This is the rider trailer? Yeah? Okay, I will have a closer look and see you soon. Yeah, okay. Bye. Ja, Martin ist ein bisschen später. Der muss noch mal kurz weg. Und ich soll mir schon mal angucken. Das ist der Trailer hier. Schönes Ding, wie ich finde. Also, schönes Ding. Großer Saal. Oh, ich hoffe, ich komme damit klar. Das ist eigentlich so meine Hauptbefürchtung, dass ich damit klarkomme. Schaut mal, wie hoch der ist. Der Mac davor, der sieht richtig klein aus. Ah. Hier mal ein bisschen, erstmal einen Überblick, finde ich. Oh, hat er offen, schon aufgemacht. Sehr schön. Ui. Der ist aber hier wie neu hier drin. Wahnsinn. Ussala! Alter, sind die riesig. Da kannst du hier Fußball drinnen spielen. Ja, hier ist Kühlverteilung. Die passt. Ja. Ach, der ist hier. Der riecht nicht, Leute. Der riecht nicht. Die anderen, die haben gerochen teilweise. Das glaubt er gar nicht. Aber der hier, der riecht, der wie so ein Kühltrailer riechen sollte, also frei von Keimen, ja. Saugeil. Schön. Ursala. Lampen, sieht alles gut aus hier, also der ist gepflegt, der ist gepflegt. Was macht ein Tankstellenwart mit dem Trailer? Das würde mich immer interessieren. Aber es sieht so aus, als hätte der den hier irgendwo rausgekauft, weil Ryder ist ja ziemlich großer Spedition und Trailerverleih. So eine Trailer Rental and Leasing LLC. Und also die
Die sind schon bekannt. Wie sieht das hier unten aus? Ja, sehr gut sieht das aus, würde ich mal sagen. Sehr gut, sehr gepflegt, sauber. Also frei hier von Rostspuren und so weiter. Klar, ein bisschen Straßendreck hast du dran, aber ansonsten sieht das super aus. Die Reifen dürfen neu. Das könnte ein Verhandlungspunkt sein. Reifen dürfen neu. Also wieder typisch diese normalen Stahlfelgen hier drauf. Die können auch neu, ehrlich gesagt. Also es sieht scheiße aus einfach. Die tragen noch und alles. Also das ist nicht das Thema, aber schöne Optik da drüben, wer da so frech rauslunzt, ne? Tragen noch, aber sieht einfach diese Rostspuren in den Dingern, die sind so schnell da. Wenn es halt nicht der eigene ist, sondern man einfach hier wie bei Bison immer verschiedene Trailer fährt, ist das vollkommen Latte. Aber wenn es halt der eigene Trailer ist, der hinter so einem Truck steht, der schon Richtung Showtruck dann getrimmt ist, ihr werdet es ja sehen, dann muss das auch stimmen. Stützen sehen auch gut aus, das passt alles. Ja, also ehrlich gesagt ist der schon seine 20.000 hier wert. Das ist, aber ich müsste noch mal ein bisschen mehr Geld reinstecken, weil der Felgen und so weiter. Gut, die Felgen habe ich noch, weil wir haben natürlich die Alus runtergezogen von meinem früheren Trailer und haben die Stahl wieder drauf gesteckt. Also, weil die Alus wollte ich natürlich behalten, das ist ganz klar. Aus Thermo King hier vorne, der ist gepflegt, der sieht aus wie neu. Guckt euch das an hier. Geht er an? Oh ja. Oh, beim ersten Mal schon. Ja, läuft. Super. Einmal frei. Das läuft. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Ja, da muss ich mal gucken. Also 15 wird er mir nicht machen. Das ist 15 wird er mir nicht machen, das glaube ich nicht. Das wäre, boah, da würde er zu viel verschenken. Auf der anderen Seite steht da wohl schon ein kleines Weilchen hier, weil der Siggi, hatte Christian geschrieben, der hat den hier vor einem Monat ungefähr kontaktiert. Also 15 kriege ich nicht. Also ich versuch's. Wie gesagt, Felgen und so weiter, aber da würde er auch sagen, das ist ganz normal, die tragen, das ist da ein Problem. Würde ich zumindest sagen, wenn ich den verkaufen würde. Aber das ist schwierig. Schwierig, 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 Leute. Das wird 20 will ich nicht bezahlen. Das wird mir echt zu viel. Aber das ist auch wert auf der anderen Seite. Ne? 16, vielleicht 16, 17. Also ich werde bei 15 ansetzen. Ich denke mal, aus meiner Verhandlungserfahrung auf 18 werden wir uns einigen können. Weil Siggi sagte, wo es hatte Christian mir erzählt. Siggi sagte, er wollte auf 18 verhandeln, da war er noch zu stur. Jetzt ist ein Monat vergangen, vielleicht kriege ich ihn auf 18, 17 runter. Müssen wir schauen. Ich würde sagen, ich gucke mal rein, ob der Martin jetzt da ist. Und dann schauen wir mal weiter. Das ist schon wichtig, sehr wichtig für mich. Ja. Alter Schwede, Leute. Oh. Ja, auf dem Land, da ist Livestock ordentlich in Betrieb. Ja, Leute, das waren harte Verhandlungen. Also, ich habe mir das anders vorgestellt, wenn ich hierher fahre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe mir vorgestellt, ich könnte einen Trailer
für 17.000, 16.000 Dollar mitnehmen. Und ihr seht, am Kontostand hat sich nichts geändert. Das sind 8.203. Sind ja vorhin die Tageskosten abgezogen worden. Also das waren harte Verhandlungen jetzt. Ja, am Ende bin ich irgendwie zufrieden, unzufrieden. Also ich habe ihn genommen, um das kurz zu machen. Der Trailer ist meiner. Martin, der musste schon wieder los. Wir hatten jetzt hier noch einen Kaffee getrunken und so weiter, aber der hat sich nicht erweichen lassen, mir auch nur einen Dollar nachzugeben. Nur einen Dollar. Also, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also ich habe zwar meine Karten ausgespielt und sagte, um mich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen, ja, ich habe im Bakersfield auch noch welche und so weiter und so fort. Aber er hat natürlich den Braten gerochen und gesehen, dass ich schon mit einer Zugmaschine hier bin. Wäre ich vielleicht mit dem PKW gekommen, wäre das nochmal was anderes gewesen. Aber ich bin schon mit der Zugmaschine hier gewesen. Der hat gesehen, der will den Trailer haben. Und so viel konnte ich da auch nicht schlecht dran reden, einfach weil es ein guter Trailer ist. Das ist der Punkt. Kühlaggregat hört sich richtig dicht an, Kompression passt und so weiter. Also da zischt nichts und so weiter. Das hörst du ja am Motor, ob der dicht ist und ob der noch unter Druck läuft und so weiter. Also das ist, er sagte auch, so oft haben sie auch den Motor nicht verwendet, weil meistens sind es doch hier von S-Crops, was sie transportiert haben, Sachen gewesen, weniger frisches Fleisch, sondern halt mehr so Obst und Trockenobst, solche Sachen. Was halt so Lebensmitteltransporte sind. Möbel manchmal auch. Also das Ding ist top in Schuss. Es ist ein sehr guter Trailer, das muss man halt auch dazu sagen, weil sonst hätte ich ihn jetzt nicht genommen. Ja, und er wollte halt 20.000 haben, er sagte, er weiß, was er wert ist, zur Not steht er halt noch ein paar Monate rum, so viel schlechter wird er ja nicht. Der hat mich voll in die Wand gespielt. Naja, das passiert halt auch mal, du bist nicht immer, zur Verhandlung gehören halt zwei. Ne? Du bist nicht immer, wenn man so will, der Gewinner, aber ich habe trotzdem gewonnen, weil es ist für das Geld. Es ist einfach ein sehr guter Trailer. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ja, ich bin, weil ich hatte mit dem Reto so vereinbart, also Reto scheint sich doch jetzt mehr zu öffnen mir gegenüber, auch die Bank, weil die sehen doch, das läuft. Ich habe ihm dann eine WhatsApp geschrieben, sagte, hier, pass auf, ich damit komme ich nicht klar, ich bräuchte 12, eher 15, weil ich brauche ja noch ein bisschen Geld über. Und sagte, ja, nee, das sind krumme Zahlen, also wenn, dann machen sie 10 oder 20.000. Habe ich gesagt, und das nächste höhere wäre dann 50. Und sagte, na gut, dann machen wir halt die 20. Er hat mir kurz die Gebühren genannt und die monatliche Belastung, das ist zwar ein bisschen mehr wieder, aber es ist handelbar, das weiß ich einfach noch aus der schwierigen Zeit. Es ist handelbar. Und ja, auf der anderen Seite, ich habe dann zwar 20.000 Dollar Schulden bei der Bank, aber Jeff will ja einsteigen, da kriege ich ja auch wieder Geld raus und das wird nicht wenig sein. Zwenny Boy, der kriegt ja auch noch was. Und wenn er jetzt in den Tom Diesel-Kasten mit einsteigt, ich will aber meine 51% behalten, das habe ich mir auch nochmal überlegt. Ich will handlungsfähig sein, entscheidungsfähig, er darf sich gerne beteiligen, aber ich will sagen, wo es lang geht. Das ist meine Firma. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, und deswegen kann ich das Geld eigentlich relativ zügig auch der Bank zurückzahlen und es bleibt noch mehr als genügend über für ein neues Projekt. Ich kann euch gleich sagen, also es wird mit Kenwars zu tun haben. Natürlich für ein neues Projekt. Ich habe da schon was gesehen und da habe ich auch genügend Geld und kann das investieren. Will das Geschoss dann auch eine Weile fahren und dann will ich den auch verkaufen. Also das sind dann eher so durchreiche Posten. Und aber halt, ja, wo man einfach mal in Genuss kommt durch die Tom Diesel-Kasten, verschiedene Fahrzeuge auch zu tunen. Zu kaufen, zu tunen, zu fahren eine Weile und dann ja wieder zu verkaufen mit Gewinn, hoffentlich. Ja, das heißt also, gucken wir uns das Ganze mal an. Das müsste die Taste sein, genau. Haben also noch die 8203 und ich habe mir 20.000 von der Bank direkt durchgeführt.
Bereich. Das sind also diese beiden neuen Kredite hier. Wir kommen auf eine tägliche Belastung von $667. Die 8.203 Dollar, wir dürfen nicht vergessen, der Trailer hier, ich will noch ein bisschen was dran machen. Also so wie er jetzt ist, wird er nicht bleiben und das kostet auch nochmal Geld. Und ich brauche auch Zeit dafür. Dafür brauche ich auch Geld in der Hinterhand, um die täglichen Kosten. So, sorry, das war gerade ein blöder Schnitt, aber wir bleiben trotzdem hier. Weil ich will jetzt los, bezahlt ist schon, um die täglichen Kosten zu bestreiten. Und ja, also das wird nicht bei den 8203 bleiben. Da werden noch Materialkosten runtergehen, da werden Zeitkosten runtergehen. Also eine Woche brauche ich auf jeden Fall noch. So, eine Woche mal 600 mal 7 sind noch alleine, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, $4200, ne? Da sind ja fast 7 mal 7. Also muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich da in Arbeit komme. Und werden dann $4.900, also ich rechne mal die 667, dass mir keiner abschießt, ja, mal einfach als 700 und das mal 7, wenn ich sage, ich brauche noch eine Woche. Ja, ich habe natürlich schon mal angekuppelt, ob alles passt und so weiter an dem Mac, Lichttest haben wir gemacht und ob alles vernünftig läuft. Ja. Und aber ist alles gut und insofern kommen wir jetzt auch los, fahren zurück nach Bakersfield und dann kann ich ein bisschen weiter labern, weil ich will dann auch langsam wieder nach Hause, muss ich ehrlich sagen. Also momentan freue ich mich auf zu Hause. So. Machen wir mal Licht an hier. Die Frage ist, ob ich schon was transportieren könnte nach Bakersfield. Ein bisschen Geld mitzunehmen. Da will ich mal ganz kurz in den Frachtmarkt gucken. Weil es ja meine, also Papiere gehören mir und so weiter. Deswegen kann ich, darf ich eigentlich transportieren. Aber wer weiß, ob die hier was Vernünftiges haben. Hobbs, Oxnard, Clifton, Yuma, Sacramento. Also ich will jetzt nicht noch ewig durch die Gegend fahren, weil wir müssen wieder zurück. Und ich würde jetzt auch erstmal, ich wollte gerade sagen, nach Bakersfield ziehen, aber Fresno wäre natürlich optimal, Leute, weil der muss eh nach Fresno zum Lackieren und so weiter. Milchpulver von Sellgoods. Ja, was soll die $500? Die kann ich da mitnehmen oder nicht, ne? Man muss es da sein. Das passt auch. Please proceed to the highlighted route. Ja, das würde ich doch gerne machen. Ist das ein langes Vieh, ey. Turn left. Momentan kann ich wieder jeden Dollar brauchen, den ich kriegen kann. Razzie. Keep right, then turn right. Turn right. You have arrived. Hi. So. Na war. Hey, what? Frachtmarkt wollte ich. Schnell geranten. Wo ist es hier in der Fresno? Wunderbar. Also, dass das klappt, das hätte ich jetzt nicht. Das ist jetzt unverhofft, aber kommt oft, ne?
So, wunderbar. Das hat schon mal gut geklappt, aber die Zugmaschine ist auch entsprechend kurz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist, das wollte ich eigentlich immer umgehen, ja, mit solchen ewig langen Burschen. Aber jetzt ist es nun mal so. So, machen wir nochmal die Türen hinten auf. Hey Mann. Ja gut, aber das freut mich jetzt, dass ich nochmal $500 mitnehmen kann. Also bei den Kosten, die jetzt nochmal auf mich drauf zukommen. Das finde ich schon ziemlich cool. So, die wieder zu. Ich habe natürlich ein bisschen was noch vor mit dem. Also so wird er nicht bleiben. Das kostet Zeit, Material und das kostet alles Geld. Nate will ja auch noch bezahlt werden. Das dürft ihr nicht vergessen für die ganze Zeit. Das habe ich auch alles mit eingerechnet. Ja, hinten die Alu- bzw. halt polierten Felgen drauf. Hier, das wird auch noch geändert. Ganze Lackage, also das ist schon. Das wird schon noch interessant werden. So. Please proceed to the highlighted route. Wunderbar. Da sind wir mal gespannt hier. Kommen Sie rein. Oh, wir haben 41.000 Pfund hinten drauf. 400 PS vorne drinne. An der Ebene ist das alles okay. Die fahren ja meistens hier alle 400 PS. Nicht sogar ein V8-Motorgeräusch. So ein 3,6er hört sich auch alles schick an und so weiter, aber V8 ist einfach V8. Keep right, then turn right. So, jetzt wird er mal gucken, wie das hier aussieht. Wie das hier aussieht. Das sieht richtig gut aus. Ah, eine Augenweide. Eine Augenweide. Aber auch hier beim Martin an der Tankstelle vorbei. Na, jetzt muss aber schon ein bisschen ziehen hier. Prepare to turn left. Turn left. Das habe ich jetzt natürlich. Entschuldige gerade den Lachausbrecher, aber ich muss das natürlich mit Nate nochmal kommunizieren, dass ich jetzt mit seinem Auto. Nach Fresno fahre. Ja, der Bursche.
Ja, hi Nate, it's me, Tom. Wie geht's dir? Was machen die Kinder? Da werden sie langsam ruhig, ja. Ja, okay. Hat alles gut geklappt. Deinen Livestock-Trailer habe ich abgegeben. Unterschrift habe ich auch natürlich. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ja, ja, ja. Ja, den habe ich gekauft. Ganz schlecht. Verhandlungen sind schlecht gelaufen. Der hat den Preis gekriegt von mir letzten Endes, weil ich auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stand, weil er der Einzige für mich, der noch vernünftig war. Genau. Ja, ich musste ihn jetzt für 20 nehmen. Ja. Ja, ich habe ihn hinten dran. Ich habe sogar Ladung drin. Nee, nicht Bakersfield. Fresno. Ja, ich fahre jetzt nach Fresno. Schlimm? Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist nämlich super passend. Weil dann ziehe ich ihn nämlich gleich rüber nach Fresno. Du kommst dann morgen Nachmittag hin. Mein Auto. Genau. Ja, genau. Und dann nehme ich... Dann fahre ich entweder deinen Mac wieder zurück oder du fährst einen Mac und ich nehme dein Auto, das kriegen wir dann schon hin. Ach so, okay, das ist ja mal ein interessanter Vorschlag. Ja. Also ich habe da kein Problem mit, den kannst du ruhig im Fresno abstellen. Das ist kein Thema. Wenn du keinen Platz hast, da steht er doch gut. Kannst die Werkstatt benutzen, kannst du was dran machen, das ist klar. Hast mir so oft geholfen jetzt. Ja, wir müssen die Zeit noch ein bisschen abrechnen, die du bei mir jetzt investiert hast, ne? Hm. Ja komm, nee, ein bisschen was, ich muss dir was bezahlen, das geht so nicht. Du hast so viel rein investiert an Zeit. Wir machen dann eine Rechnung auf, genau. Ich habe schon kostentechnisch eigentlich schon im Auge, aber das muss auch fair sein. Genau. Es kann nicht sein, dass du immer kostenlos da für mich arbeitest. Du willst ja auch mal aufs Trapez kommen. Genau. Ich habe das auch mit eingerechnet, das passt schon. Hm? Gut, Nate. Nee, dann machen wir das so. Dann fahren wir morgen mit deinem Auto zurück. Wir lassen den Mac in Fresno stehen. Wenn du brauchst, holst du ihn ab. Oder vielleicht könnte ich ja auch, solange der Truck jetzt noch nicht, also der Zug nicht läuft, vielleicht mal hin und wieder mal eine kleine Tour fahren, weil ich muss jetzt echt auf den Dollar gucken. Ja, nee, das hat nichts mit deinen Kosten zu tun, sondern allgemein. Ne? Ja, das wäre super. Einwandfrei. Super. Alles klar, Nate. Ja, ich übernachte dann in... nee, ich bleibe im Fresno dann. Also ich bleibe heute Abend dort. Genau. Wir sehen uns dann morgen Nachmittag. Genau. Ich mache morgen Vormittag schon wieder ein bisschen noch was am XL. Ich habe da noch ein... Müsste morgen früh kommen. Da kriege ich noch ein Gerät für den Innenraum. Genau. Das Piepernet. Jo. Und dann machen wir uns ran. Super. Alles klar. Bis dahin. Ne? Tschüss. Jo, das war der Nate. Also er hat gar kein Problem damit, dass ich nach Fresno hochfahre. Er sagt, das passt ja auch. Wir hätten sowieso mit dem Mac den Trailer dahin gezogen. Insofern passt es. Ich kann auch mal ein klein bisschen Geld verdienen. Und er hat ja auch gefragt, ob es nicht möglich wäre, den LKW in Fresno in der Werkstatt abzustellen. Weil Roger hat schon gesagt, er muss jetzt langsam raus. Er hat nicht unbedingt den Platz. Draußen würde er nicht stehen lassen. Und nö, dann kann er bei uns aufs Gelände stellen, das ist gar kein Thema. Das ist gar kein Thema. Ja, jetzt merkt man schon, dass er ein bisschen zu tun hat. Thank you.
Sieht gut, ey. Sieht gut, das Ding gefällt mir. Ja, wenn du jetzt nicht gerade unbedingt wochenlang unterwegs bist, finde ich, ist das ein schöner LKW. Also wirklich ein schönes Ding. Ich will mal gucken, ob wir hier nicht lieber hier lang fahren als durch Bakersfield. Aber ich glaube, das ist schon insgesamt die... Jawohl, hier muss ich erst... Warte mal. Ja, das geht. Ja, das ist fast... Ich wollte nicht erst ewig durch die Stadt eiern. Gut, Bremsen funktionieren auch gut, auch beim Trailer. Das habe ich gemerkt beim Bremsen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, kannst gleich von der 1 in die 3 gehen. Muss ich gar nicht die halben Gänge schalten, das macht er schon gut. Ah, jetzt muss ich doch ein bisschen die halben mitnutzen. Komm, dann halt mich wenigstens nicht auf hier, Herrgott nochmal, du blöder Idiot. Ziehen noch knapp vor dir rein und dann kommen sie nicht in die Pötte. Och, bitte! Was bist du denn für ein Oh. So eine dummen Schlangos, ey. Und du. Statt mal nach links auszuweichen. Ja, Fresno, da ist mir jetzt ein bisschen bequemer eingerichtet, weil ich war jetzt viel da und viel im XL dort gearbeitet. Aber nein, den kriegt ihr heute noch nicht zu sehen, da werde ich tunlichst drauf achten. Und
Deswegen werden wir auch am Verladepunkt dann Schluss machen. Ja, das gibt es dann erst in der Premiere, in der nächsten Folge habe ich das vor. Und ja, aber da habe ich mir oben in dem einen Zimmer ein bisschen wohnlich gemacht, Fernseher eingerichtet und so weiter, weil abends in Fresno bin ich jetzt auch nicht so familiär, sprich da gibt es keine Anna und so weiter, da habe ich mich noch nicht so eingerichtet. Hab's ehrlich gesagt auch nicht vor. Das ist der Punkt der Werkstatt, aber meine Homebase ist ja immer das, was man auch so ein bisschen braucht, ne? Ein bisschen Heimatgefühl. Fern der eigentlichen Heimat, Deutschland, ist es Bakersfield und das wird auch so bleiben. Da habe ich jetzt nicht vor, noch großartig, wie soll ich euch das sagen, also mich in Fresno niederzulassen. Das ist die Werkstatt, aber die Homebase, die ist und bleibt Bakersfield. Da gibt es eine Anna, da gibt es einen Rito, da gibt es einen Roger. Auch wenn ich da kein Auto von ihm fahre, sind wir trotzdem herzlich miteinander. Und da gibt es einen Vater von der Anna, die ganzen Freunde dort. Nö, da habe ich erstmal nichts anderes vor. Da gibt es die Sportvereine, für die ich mittlerweile auch so ein bisschen blühe und auch die Hochschule und so. Also ich habe mich da schon gut eingelegt mittlerweile. Schönes Auto war das gerade. Das muss irgendwie ein Cap-Over gewesen sein. Ich konnte es nicht erkennen, was für einer, aber schönes Ding. Also nachts mit den Lämpchen sah gut aus. Wie siehst du denn eigentlich nachts aus? Schick siehst du aus. Ja, yeah, continue and then straight. Schön. Ich mag dieses avantgardistische Design, das der hat. Das ist wirklich schön, also. Und der läuft wirklich super. Keep right. Ja, Nate, der alte Schrauberkönig, der hat sich den schon richtig gut fertig gemacht. Rein, dann sollte er dann auch schalten. Ich finde auch ehrlich gesagt diese Zufahrt hier zur Fresno auch irgendwie so ein bisschen unpersönlich immer. Das ist einfach auch, weil ich nicht hierher komme. Also ich werde auch nicht richtig, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mit Fresno warm. Ist okay, dass die Werkstatt hier ist, aber... Keep right, then turn right. Nee, hier leben möchte ich nicht.
Hey man, I have here some milk powder from Santa Maria. May you know something for me? No? Behind the building? Okay. Also dachte ich, soll ich mal hier dann in dem Gebäude fragen, weil er putzt hier nur. Ja gut, das, ich wusste es auch vorher, aber hätte ja sein können, ne? Auch schöne Plane da vorne. Ach, der ruft. Hey, milk powder for Fresno from Santa Maria. 20? Okay. Oh, ich hab schon gar nicht mal so verkehrt. Ich habe wohl Glück, dass jetzt hier keiner steht. Da kann ich erstmal ein bisschen üben wieder. So, jetzt aber. Gut. Oh, ich geht ja schnell, ist auch kein anderer da. Gut, Freunde, ich werde hier ausladen, dann werde ich noch in die Werkstatt fahren mit dem Baby hier und dann, ja, dann hat sich das auch für heute Abend erledigt. Wir gucken aber zumindest noch, bis Geld aufs Konto kommt. Ist mit den Schatten hier so ein bisschen dizzy, ne? Seht ihr das da unten? Da müsste man vielleicht mal rangehen hier bei dem Trailer. Ja, da muss ich nochmal vorziehen, muss das richtig machen. Ja, Freunde, ich mache jetzt aber trotzdem jetzt hier Schluss, weil das muss ich nochmal korrigieren kurz. Wir sehen uns dann, denke ich, beim nächsten Mal wieder, vielleicht zwischendrin nochmal. Und... aber ich glaube nicht. Ich denke, nächste wird dann die Premiere vom XL wieder werden. Und aber auf jeden Fall war es ein guter Tag. Ich konnte dem Nate helfen. Ich konnte hier mal so einen herrlichen V8 fahren, so einen schönen alten Mack. Und ich habe meinen Trailer. Das ist jetzt meiner hier. Da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, finde ich. Ne? Da muss ich mich selber noch ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, und ich denke mal... wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich freue mich über jedes Kommentar, das wisst ihr. Und ich versuche auch die, wo Fragen drin stehen und so weiter, wenn es nicht schon wieder nach einem Mod ist oder wenn es nicht schon wieder danach ist, wo ist denn was, guckt bitte mal in die Videobeschreibung rein. Dann beantworte ich das immer gerne und lese auch jeden durch. Ja, wie gesagt... und dann ansonsten bis dahin, ne? Euer Tom. Ciao.